Kalle und Rufus haben Glück, dass sie gerettet wurden. Beide nach Hundeangriffen. Und sie gewöhnen sich an ihr neues Zuhause. Doch ihre Scheu haben sie noch nicht abgelegt. Sie brauchen sehr viel Ruhe und fixieren sich dann schon auch so ein bisschen auf eine Bezugsperson. Das bin jetzt in dem Fall eben ich. Sobald da jemand anders dazukommt, dann sind sie schon misstrauisch und werden auch schon leicht ängstlich oder laufen dann weg oder wollen dann nicht trinken. Deswegen dürfen auch wir sie nicht filmen. Die Aufnahmen hat ihre Pflegemama Eva Lindenschmidt gemacht. Ich glaube, es gibt fast niemanden, der ein Rehkitz nicht total niedlich findet, so ein kleines. Trotzdem kosten die einen schon ganz schön Nerven. Also die haben Glück, dass sie auch so süß sind. Eva Lindenschmidt pflegt die Rehböckchen bei sich zu Hause in Waldfischbach, Burgalben, hat einen kleinen Auslauf gezimmert. Die Biologin ist derzeit im Homeoffice. Alle paar Stunden brauchen die Kitze Milch. Ein 24-Stunden-Job. Die Pfälzerin arbeitet in der Wildtierauffangstation in Marsweiler. Hier wurden die beiden Rehböckchen vor wenigen Wochen abgegeben. Im Frühjahr bekommen Rehe ihre Jungen. Geht eine Mutter auf Futtersuche, lässt sie ihr Kitz zurück. Wird das dann von einem freilaufenden Hund aufgespürt, ist es schutzlos. Im Moment werden den Pflegern fast jeden Tag verletzte oder verlassene Kitze gemeldet, auch von Hundehaltern selbst. Hunde riechen entweder am Po oder am Gesicht. Wenn man da natürlich, wenn das Reh wegzuckt, dann wird halt zugeschnappt. Also die Wirbelsäulenverletzung oder Gesichtsverletzung oder ein Bein, wenn man da noch drankommt, sind typische Hundeverletzungen leider. Ja, der Appell ist ganz klar, dass man um die Jahreszeit die Tiere anleint. Rufus wurde bei der Attacke das Bein gebrochen. Ein Wunder, dass er noch lebt. Kitze lassen sich nach der Trennung von der Mutter kaum an die Flasche gewöhnen. Die geben sich wirklich selber auf und lassen die Milch einfach rauslaufen, anstatt die runterzuschlucken. Und dann kann man eigentlich nichts machen. Also man kriegt die nicht dazu zu trinken und dann sterben die oft. Die Biologin schafft es aber, das Vertrauen der Kitze zu gewinnen. Sie kann das Verhalten der Rehmutter perfekt nachahmen. Oft suchen die dann auch hier so in den Haaren, dann gehen sie hier an die Ohren, an die Ohrläppchen und versuchen da zu saugen. Wenn man dann da die Flasche hinhält, dann trinken die eigentlich ganz gut. Vergangenes Jahr, auch als Kitz und mit einem ähnlichen Schicksal, kam Ruffy auf die Station. Dehydriert und mehr tot als lebendig. Die Pfleger sind überrascht, wie gut es ihm heute geht. Er wird für immer hier bleiben. Einen Rehbock auswildern, der an Menschen gewöhnt ist, das kann schief gehen. Dann könnte es passieren, dass er im Wald einem Jogger oder einem Spaziergänger begegnet, den für einen Rivalen hält und den im schlimmsten Fall eben auch angreift. Höchstwahrscheinlich werden deswegen auch Rufus und Kalle nie draußen in Freiheit leben können. In ein paar Wochen beziehen sie hier ihre Kinderstube. Immer eine Nacht durchschlafen, da freue ich mich dann auch schon wieder drauf. Also ja, da bin ich dann schon glücklich, wenn sie dann auch hierhin umziehen können. Aber noch dürfen sie die Rundumversorgung im Hause Lindenschmidt genießen. Thank you.